Ja, moin moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Pori. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Oh, was ist denn da mit meiner Maus los? Heute möchte ich euch ein kleines DLC zeigen, und zwar ein kleines, nennt sich aber hier Accessoires Mega Pack von SISL für die 1,39. Aber ich habe gerade die 1,40 an, damit funktioniert das auch. Also es geht um Accessoires für den Innenraum. Den habe ich mir mal ganz kurz so, wo bleibt das Bild? Da kommt das Bild, den habe ich mir mal ganz kurz downgeloadet, installiert. Gucken wir uns den mal bei 9 LKW an, natürlich beim Scania. Haben wir Scania hinter in Deutschland, da ist er ja. Besucher ausgewählten Händler. Nehmen wir mal einen ganz nackten LKW. Und zwar den hier. Den Hyrof S 730 PS. Ausführungen ändern. So, und nun geht es natürlich um den Innenraum. Da gehen wir hier einfach mal einmal rein. Da können wir uns gucken. Fangen wir mal irgendwo hier an. Hier kommen wir links. Ihr seht schon, dass was alles dabei ist, ist dieses Zeichen dabei: SISL Megapack. Da kann man aus dem TomTom in der Mitte hinsetzen. Ein TomTom Trucker 6500 oder das Pro 8500 für die Ecke hier. Was können wir denn hier alles? Achso, das ist für die vordere Scheibe. Okay. Da können wir noch so ein schönes Schild reinmachen. Da können wir noch was draufschreiben. Da schreiben wir Bob drauf, weil ihr Bobby seid. So, gucken wir mal oben weiter. Ja, wie gesagt, überall wo SISL steht, Plump Bob, Wunderbäumchen so schön. Oder hier ein schönes Bild von eurem Sohnemann oder Tochter. Ihr könnt auch beide reintun. Ein Minimum, ein SpongeBob. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Rebell-Dinger oder sonst was? Ich glaube, das ist noch von Dings. Ach, wie heißt Star Trek oder so? Also, kein Plan. Hier ist schon Basketball, Baseball, UEFA-Ball von 2016. Was haben wir hier noch? Angry Birds. Die weißen Würfel, schwarze Würfel, Dreamcatcher, DT 800. Komm, setzen wir uns mal so einen Lüfter hier hin. Wie gesagt, ihr seht hier schon, da gibt es eine ganze Menge Zubehör, was damit alles dabei ist. Ein Funkgerät. Ein Singleplayer, weil man ja sonst keinen hat. Haben wir irgendwas Besonderes ange. Ne, hier können wir Kabinenfarbe, Leuchte reinmachen. Oder hier sowas anderes. Ein schönes Gefäß mit Blümchen, eine Vase. Oder so schön Sonnenschutz. Weiter oben, weiter unten. Ja, ne, machen wir mal so einen Sonnenschutz da rein. Hier können wir noch so ein paar Dinger da reinhängen. Hier ist ein Minimum, ein Minion, sorry. Was denn noch? Also hier gibt es verschiedene Wimpel, sage ich mal, oder was soll das sein? Naja, hier sind ein paar Schilderchen, könnt ihr euch dazu noch machen. Ein Miniscarf, hier so ein Warnzeichen. Hier lasst die Finger weg, bitte nicht rauchen oder Finger weg oder sonst was. Da könnt ihr euch auch wieder die Würfel reinmachen und. Ja, was gibt's hier noch? Hier unten kann man noch was hinsetzen. Eine Cola, ein Red Bull. Ah ja, ich krieg schon Knoten in der Zunge. Zigaretten, Nutella, eine Onanie-Box, eine Tücherbox. Ganz viele Tassen haben wir dabei. Aschenbecher, Krönchen, Bilderchen und. Gucken wir mal weiter hier, was man nebenan noch drauf machen könnte. Eine Pizza. Hier, oh, wo war das nochmal hier? Ein Playboy, auch nicht schlecht. Ein Backpack. Ein Hut, eine Map. Hier zum Stricken. den iberischen Luxus nochmal so. Dann haben wir hier noch ganz viele Sachen. Dann könnt ihr euch hier verschiedene Figuren reinsetzen. Zum Beispiel hier Mechaniker. Mit T-Shirt von World of Bugs hat dann. Und was noch, was sehe ich gerade nicht. Einen weiblichen Begleiter, den Lord Vader, einen Hund, den kennen wir ja, und die berühmte Katze von berühmten ETS2-Streamer, aber den Namen brauchen wir jetzt nicht.
Garten, ne? Da kann man hier unten noch einen Pilz reintun oder was ihr auch immer wollt. Guckt es euch am besten alle selber mal. Dieses Paket ist wirklich sehr, sehr groß. Was man da alles verändern kann, das ist der helle Wahnsinn. Immer muss man Dings rein, so. Natürlich könnt ihr auch, ups, habe ich vergessen, hier das Lenkrad ändern. Davort, Iveco, Mack, Kenwood, MAN, Peterbilt, Scania. Könnt ihr natürlich auch so schönes altes Lenkrad da reinsetzen. Bestellen. Kaufen. Na klar, wollen wir den selber fahren. Wupp. Ja toll. Schon voll. Wo stelle ich denn jetzt den LKW hin? Für Magdeburg. Habe ich gerade angeklickt, damit ich den selber fahren wollte? Ja, ne? So. Da bohrt sich die Dings ein bisschen langsam auf. Ja, so sieht das denn aus. Tun wir mal die Sitzposition ein bisschen verändern. So. Ja, ne, jetzt haben wir so einiges verändert hier. Man sieht's. Sieht wunderbar aus, wunderschön. Ja, das war's eigentlich von mir. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da, am besten noch ein Abo, weil es bringt einen doch schon weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.